Howdy, Pokémon-Trainer! Willkommen zurück zu Poké-MMO mit den Chaos-Aussies. Wir haben hier gerade zwei kleine Mädchen eingekreist und haben uns gefragt, ob es einen Doppelkampf geben wird. Deswegen habe ich schon mal rein vorsorglich meinen Dicktree und meinen Garados an der Spitze gesetzt, in der Hoffnung, dass sie noch ein bisschen trainieren können. Und ja. Warte mal, wir können ja mal Spaß, deshalb wir machen es mal. Wir machen mal versuchen Link. Mit dem Link? Wir machen mal einen Link. Okay. Laufen dann beide gleichzeitig rein. In demselben am besten. 3. 1, 2, 3. Ja, Doppelkampf ist es schon mal. Ja. Wir überrumpeln dich mit unserer Zwillingskraft. Nee. Ja, aber wir kämpfen alleine gegen die. Schade. Ja, siehste. Nee, der Link ist nur dazu da, wenn man sich mit anderen Menschlichen messen möchte. Ja, ja, aber es ist ein Doppelkampf. Oh, schön. So, dick drin, Garados, los. So, das Geile ist nämlich, Garados hat Bedroher und senkt beide deren Angriff. Und Dicktree hat Intensität. Das trifft nämlich alle. Nur Garados ist ein Flug-Pokémon, das heißt, ihn trifft's nicht. Das ist übel. Yep. So. Ah. Das ist eine richtig gemeine Strategie. So. Dicktree hat keine Wucht auf Garados. Intensität 6. 7. 7. Alter, die prügeln mein Fukano! Ich gehe schräg zurück. Wollen wir auf Duplexieb? Ja. Ja. Yay! So. Nice. Oh, Garados hätte er mit 9 getroffen. Ja. Wieso ist Intensität eigentlich unterschiedlich stark bei jedem Gegner? Stehe ich auch nicht ganz. Aber kein Problem. Unsere Zwillinge. Kann wirklich nur mit dem Metazentrum zusammenhängen. EP-Zentrum. EP, gut. EP-Zentrum. EP, Meta, EP. Das Meta-Zentrum. Ich hab mein Pokémon schon gefangen. Der Link wurde aufgelöst. Nein, was kannst du nur? Was tust du nur? Schweinerei! So, ja, ist ja gut. Ich mach mal Tobok an der Spitze. Der muss. Hallo. Oh. Okay, machen wir weiter. Hier sind noch ein paar Trainer. Ich mag alle Nidoran sehr gerne, deshalb sammle ich sie. Nehm mal direkt den Pokémaniac. Nidoran. Nur ich fang von oben an. Lorata. Nö, ich hab Hoffnung, dass der Magneton und Magnetilo besitzt. Treber. Ah, Smogon, okay. Windstoß ist eine Spezialattacke, ne? Ja, sehr gut. Oh, und Level 26. Besangs von Giftdorn. Doppelkick. Windstoß! Doppelkick! Au! Magneton, du musst doch einspringen. Mit einem Schlag fast tot. Spring ein. Nidoran weiblich. Boah. Sagte die nicht, die mag alle Nidoran? Die hat bloß eine Sorte. Nämlich Nidoran weiblich. Ja. Das ergibt keinen Sinn. Scheiß auf Sinn. Braucht man nicht. Loretta wurde besiegt. Warum? Warum nur? Na, darum. So. Was? Wenn Pokémon sich entwickeln, werden sie groß und hässlich. Sie sollten klein und goldig bleiben. Das kann doch ja so ein kleines Kind sagen. Ja. Die Schule macht Spaß. Pokémon zu trainieren aber auch. Pokémon, Magneton, so. Du darfst. Otto. Ey, du Otto! Otto! Ich kann meinen Namen schreiben, sogar rückwärts. Gefunden auf der Otto.de. Ein Smogon. Gab's auch noch nicht. Oh. Komm doch, Boga. Schaffst du? Finale! Willst du mich verarschen? Das ist mies. Au. Das Viech hat gar Finale eingesetzt und mein Taboga getötet. Trotzdem war ich besiegt. Das Finale ist echt eine miese Attacke. Das große Finale. Wir sitzen hier fest, weil Saffronia City abgeriegelt wird. Yep. Na schön, dann. Auf zum nächsten. Wie lass ich jetzt kämpfen? Ach komm, kämpft der Dicktree. Na. Mautzi ist so süß. Miauz, miauz. Mautz, miauz. Lass mich raten, du setzt einen Mautzi ein. Oder? 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 Frieda. Noch ein Frieder. Aber nicht nur mit A.
So. Ja, nur irgendwann sind ja die Namen auch aufgebaut. Ich finde es sowieso faszinierend, dass ja kaum Namen doppelt sind. 5. Mann. Das Doofe ist, man weiß nie, ob Intensität nur stark ist oder nicht. Ja. Deswegen mag ich Erdbeben oder Schaufler lieber. Ja, in der Regel ist es schon Richtung Stärke 7, habe ich festgestellt. Kommt häufiger vor. Und na, 6, 7 sind so die häufigsten. Die häufigsten. Und das ist eigentlich schon recht stark, muss ich sagen. Ja. Also ich mag die Attacke irgendwie. Ich eigentlich weniger. Ich glaube, 7 ist 70 oder 80 gewesen, ne? Kann sein. Also ich glaube, Stärke 10 ist 160. Das war das Maximum. Ich habe die Zahlen jetzt auch nicht mehr im Kopf. Dann müssen wir mal im Pokewiki gucken. Frieda wurde besiegt. Miauz! Ein wildes Mauzi! Dikti, setz Erdbeben ein! Alter, die arme Katze, ich werd nicht mehr. Ich muss ziemlich blöd aussehen, wie wir hier rumstehen. Ja. Ob das funktioniert. Es wundert mich, dass ihr euch nicht gegenseitig bekämpft. So viel Trainer. Fordert immer nur den raus, der nicht zufällig vorbeikommt. Ja. Oh, Nidoran, sehr schön. Mag die Attacke Gegenschlag nicht. Wird erst stark, wenn man schwach ist. Ja, Gegenschlag so an sich. Ja. Oh, ein Radfratz. Ich muss erstmal heilen gehen, ganz kurz. 9. Jawoll. Ja, manchmal mein Glück. Taubsi. Na, das passt mir jetzt gar nicht. Puh. Dann muss der Schneider einsetzen. Ja, jetzt ruft sie zurück, ist klar. Und jetzt Mauzi ein. Oh, ernsthaft. Dass du ja keine Erfahrungspunkte auf deinem Pokémon, dass du trainieren willst, kriegst. Nee, ich trainiere ja nicht. Achso. Ich hatte nur gerade Dickdre am Laufen. Am Laufen. Läuft Dickdre? Laufen im Band. Ja, es läuft. Pikachu! Hast du mal Pokémon Mystery Dungeon gespielt? Nee. Da war, glaube ich, irgendeine. Also, es war da irgendeine Szene, da muss es den Dick da retten. Da war der so auf einer ganz hohen Plattform. Dann rettest du Dick da und dann sagt er so: Ich hab immer noch Furcht. Meine Füße zittern wie verrückt. Oder irgendwie so, sagt er. Also, hat das Viech anscheinend Füße? Dick da hat anscheinend Füße, ja. Es ist doch kein nutzloser großer Penis. Wahrscheinlich nicht. Habe ich gerade richtig gesehen, dass mein besiegtes Vulkan immer noch hinter mir hergelaufen ist? Nett. Man kann ihm, da kann es ihm nicht so schlecht gehen. Ja, ne? Du kannst halt laufen hier kämpfen. Leila, schau, was du getan hast. Ja, was habe ich denn getan? Ich habe einen Kampf gewonnen. Wachposten Saffron, er ist so gemein. Er lässt uns nicht in die Stadt. So ein Schurke. Aus dem Biker. Wow. Schon wieder ein Slimer. Warte mal, dann nehme ich mal einen Simsala. Die setzt ein Gift-Pokémon ein. Hm. Mach den Weg frei, oder ich überfahre dich. Hallo, ich habe ja auch ein Fahrrad. Mein Fahrrad ist besser. Hat mehr FS. Fahrradstärken. FS? Camillo. Nicht PS? Pedalstärke? Pedalstärke ist auch geil. Das ist echt geil. PS? Meine PS sind besser. Confusion. Fukan recht Level 22. Also sag, was du willst. Simsala ist und bleibt mein stärkstes Pokémon bis jetzt. Fällt mir gerade ein. Ja, Glurak, tut mir leid. Mein Pokédex hier reinschummeln? Denk bloß nicht, dass du was Besonderes bist, nur weil du gewonnen hast. Ach Quatsch. 21 Bodycheck, ja. 34 Flammenwurf. Netz. Mein Motorrad spielt verrückt! Und trotzdem kommst du ganz gezielt auf mich zu. Na gut. So schlecht kann es dir nicht gehen. Carsten. Mit C. Smogon. Los, Insala. So. Confusion. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass die trotzdem in die Pedale treten? Ja. Na, ist halt so ein Pedalbike. Pedalbike. Das ist ein Mob. Wie viel sind die Dinger? Die so halb Motorrad, halb Fahrrad waren. Oh Gott, wie heißen die denn? Keine Ahnung. Nicht Moppet, sondern
Roller? Oh Gott. Roller auch nicht. Ich hab keine Ahnung, was Hühnerschreck. Hühnerschreck. Hä? Kennst du den Hühnerschreck? Nein. Du musstest auch mit dem Pedal antreten. Das Ding konntest du auch fahren wie ein Fahrrad. Mir ist Gras in die Speichen gekommen. Ich kann so ein Ding nicht. Ich hab sowas nicht. Tunnelfahrt. Prismania City Lavandia. So, ich lass mal Pikachu nochmal kämpfen. Gegen den hier vielleicht. Weißt du viel über Pokémon? Du weißt viel über Pokémon, doch wie sieht's mit Chemie aus? Naja. Chemie. Oh, du warst ganz gut gewesen, glaube ich. Ich hatte Chemie-Grundkurs bis zur 13. Also ganz schlecht war ich darin auch nicht. Ich hab's abgewählt in der 10. und hab geflucht, dass ich einen Bio-Leistungskurs Biochemie hatte. Ich hab Chemie gehasst wie die Pest. Was nicht an den Lehrern lag, sondern eher daran, dass ich einfach Chemie nicht abkann. Warte. Oh, ganz kurz vorm nächsten Level ist Magnetan stehen geblieben. Ich beide schnischt hier. Ja, so. Du musst ja gerade Elektro-Pokémon einsetzen, wo ich Pikachu eine Spitze setze. Verdammt, Axt. Level 33. Hast du Elektro-Pokémon setzt ein? Voltoball. Ja, gut, das lässt sich noch mitleben. Pikachu sagt nein. Der darf nicht leben. Magnetilo, nett. Das spielt er mir doch genau in die Hände. Ach. Scheiß Voltoball. Flammenrad. Oh. Ah, schaffen wir es noch? Das Prismania? Ach klar, müssen wir. Na, so viel ist glaube ich nicht mehr da. Es geht dann nur noch unten durch diese Höhle durch, durch diese Unterführung und dann haben wir es. Magnetilo! Verbrenn ihn! So, Sandama, jetzt darfst du. Morgen. Oh ja, das hätte mein armes Fukano weggeledert. Das reicht gerade so nicht. Boah, Intensität 8. Alles, was über 7 ist, ist geil. Au, eine Kernschmelze. Ja, alles klar. Meine schulischen Leistungen sind besser. Das glaube ich dir gern. So. Ich glaube, der Typ da oben möchte auch noch kämpfen. Ja. Okay, die Spiele mögen beginnen. Boah, Sandama Level 39. Davon abgesehen, dass nur noch 3 von 6 meinen Pokémon kämpfen können. Echt jetzt? Ja. Quapuzzi! Oh, mein Pikachu ist down. Na, so eine Scheiße. Naja, egal. Müssen wir klarkommen. So Not habe ich ja noch Simsala. Na komm mal her, du alter Sack, du. Quapsel. Oh, wie putzig. Oh. Und noch ein Quapsel. Das ist echt niedlich. Und die Bewegungen dazu sind auch nice und so richtig so unbeholfen. Den setze ich dir das Zeit nach, Taubus, du darfst. So. Balthasar. Knapp vorbei, ist auch daneben. Man kann nicht immer gewinnen. Ja, da hast du recht. So. Also ich quatsch mal noch kurz den Typen an hier. Guck, ob der immer noch schlecht gelaunt ist. Oh. Müsste eigentlich. Ich schiebe hier Wache. Oh, ich bin so durstig. Halt, stopp, der Durchgang ist gesperrt. Aber da kann er plötzlich brüllen. Vor allem das... Das sagt mein Charakter. Die Sprechblase kommt aus meinem Charakter. Ja gut, dann sag mal so, er ist durstig, dementsprechend hast du ihm die Arbeit abgenommen zu sprechen. Er flößt mir seine Gedanken ein und ich spreche sie aus. Creepy. Das große Einkaufszentrum in Prismania City hat eine riesige Auswahl. Naja, ich habe einen Simsala bei mir. Der findet es gar nicht so creepy. Stimmt's? Ich kann selber Gedanken lesen. Ja. Auf nach Prismania! Was ich nur seltsam finde... Simsala sollen angeblich einen IQ von 5000 haben. Wieso können die nicht sprechen? Wieso muss ich den Attacken befehligen, wenn sie es eigentlich selber genau wissen, was zu tun ist? Ein schlafendes Pokémon ist in Prismania City aufgetaucht. Reicht der IQ dafür halt nicht aus? Nein, 5000 ist viel zu wenig. So, na dünn. Yeah! So, dann heilen wir mal noch ganz kurz. Jo. Und in der nächsten Folge holen wir uns einfach mal das Evoli, oder? Ja, ich würde sagen, ja, wir haben jetzt 15 Minuten gespielt, also im Anbetracht dessen, dass meine letzten Folgen etwas länger waren, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut.
Und dann geht's in der nächsten Folge weiter, in der wir uns ein Evoli holen und die Prismania Arenaleiterin herausfordern. Ja, klingt nach dem Plan. Und dann, ja, werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Genau. Auf jeden Fall seid beim nächsten Mal auch dabei bei Poker-MMO und den Chaos-Ossis. Wir wünschen euch viel Spaß noch bei Poker-MMO, falls ihr selber spielt. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss.